Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen hallo. Zu, diesmal wieder mit dem gesamten Team Pietsmeet. Hallo. Hallo. Ach, hallo. Hallo, Andi, wie geht's dir heute? Mir oh, geht's sehr gut. Ich hoffe, es geht euch auch gut, ja. Das sind jetzt nur noch 48 Fragen. Ja, bisher habe ich noch keine Punkte verteilt, aber wir wollen ja nicht so... Heißt ja nichts. Ah, nee, oh, das erste Antwort von Okay, sehr schön, sehr schön. Nee, er gibt leider keine Punkte und wir wollen ja auch die Fragen, die Interfair hier vorbereitet hat, jetzt nicht unterschlagen. Interfair. Du meinst Interfare? Oder Interfare? Das klingt wie eine Messe, muss ich sagen. Ich warst du letztens auch auf der Interfair? Das war voll Interfar krass. Interfar heißt er. Das war richtig krass auf der Interfair. Echt? Mhm. So ausgesprochen? Interfar. Das ist einer unserer Mods. Okay. Okay, siehst du, ich kann den Namen nicht aussprechen, bei Chatnamen, bei Twitch, das kann ich alles nicht. Auf jeden Fall, 50 Fragen sind random Fragen, ganz zufällige Themenbereiche und so. Das heißt, ihr könnt heute im Zweifel alle glänzen. Es geht jetzt nicht nur über Tiere oder über Formel 1 oder so, sondern ganz, ganz verschiedene Fragen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Und wir legen los mit der allerersten Frage, wie immer. Frage Nummer 1 von 50. Seit welchem Jahr kann man denn das Geschlecht divers im Personenstandsregister eintragen lassen? Das ist eine Rahmen. Schätzfrage. Ne? 2019? Nein. Weil Peter. 2017? Nein. 2017? Und 2018. Das ist korrekt, genau. Ach. Nice. Nein, ja, irgendwo halt um den Dreh war das, wa? Ja. Genau. 5 Punkte für Bram hier, also jetzt 6 insgesamt. Und wir kommen auf jeden Fall. Ja. Schwierig. Ja, aber ja, also ich glaube, die Fragen, Schwierigkeiten sind sehr unterschiedlich heute. Wir werden sehen, Frage Nummer 2. Auch wieder an euch. Wie viele äußere Planeten hat denn unser Sonnensystem? Wie viele äußere Planeten? Peter. Hey. 4. Mit äußer. Ja, oder? Das ist korrekt. Als ob du das weißt, ist so geraten. Ja, hatten wir schon äußere. Mal. Ja. Genau, hatten wir schon mal bei dem komischen musst du vervollständigen Quiz. Nee, nicht zuordnen. Du kriegst 1, 2, 3 und du musst das vierte stark, sein. Peter. Warte stark. Mal, kannst du mir das bitte erklären? Ich also war nicht dabei anscheinend. Gibt vier die vier inneren für äußere. Da ist noch so ein Gürtel zwischen. Wir sind innerer Planet. Ja. Ach, es gibt einen Asteroidengürtel und das ist die Begrenzung. Oh. Also der Mars ist dann der letzte. Was? Ist das so? Ja, das können wir ja jetzt erklären. Was trennt denn die inneren und die. Ach, Asteroidengürtel! Ja, das ist deine Mutter! Fuck you, echt? Jetzt. Also wirklich? Hast jetzt dein sowas, Scheiß Alter. Ernst? Weißt du, das weiß ich, aber. Ja, sehr gut gemacht, Jay. Hast gewusst. So, danke. Frage Nummer 4. Wie heißt denn der Darsteller von Turk in Scrubs? Keine Ahnung. Donald Faison. Ja, genau. Ja, richtig. Donald hätte ich nur gewusst. Da war ich so, Donald F. Wie hieß der? Ja, siehst du, es geht hier voran. Also man kann die Fragen auf jeden Fall wissen. Und Peter führt mit 11 Punkten. Wir kommen zur Frage Nummer 5. Welcher deutsche Film ist 2023 für den Christian? Ich will mal 5, sagen 4, 3, unter Wölfen. 2, ich kenne den Titel, der schmale Grat. Das ist falsch, Brammen. Im Westen nichts ja, Neues. So ja, genau. Das wollte Christian you, Goethe. Bestimmt auch sagen. Nachnominiert nach 10 Jahren. Ich, ne? So, jetzt brauche ich eure volle Aufmerksamkeit bei Frage Nummer 6. Ja, hast du nicht. Wie viele Buchstaben hat denn das Wort Durchflussmessgerät? Alter. 12. Nein. Nein. Christian. 19. Ja, 19 Buchstaben, sehr gut. Oh, das ist richtig doof, ich wollte gerade drücken, wenn du bis 18 gekommen. Sehr viele S's in dem Wort. Frage Nummer 7. Das müsst ihr auch wissen, das allgemein wissen. In welcher Einheit wird denn die Strommenge gemessen? Ach komm, keine Ahnung, Ampere. Ja, genau. Das ist einfach so easy. Alter, der drückt Ampere, ich dachte halt Stromstärke kommt wieder, die Standardfrage. Und dann kommt der mit Strom, ich weiß nicht mal, was das war, Menge? Ja, Strommenge, genau, ja. Ja, muss easy. Man wissen.
habt ihr, könnt ihr euch jetzt auch endlich mal merken. Frage kann man aber Nummer, auch wissen. Ja, kann man auch wissen. Frage Nummer 8 ist eine Schätzfrage. Ihr tippt also bitte ein. Wie hoch ist denn der absolute Nullpunkt in Grad Celsius? Der absolute Nullpunkt, wo es nicht tiefer geht, quasi von der Temperatur, in Grad Celsius. Da geht es nicht tiefer? Das ja, dann gefriert die Luft, Peter. Also es kann nicht kälter werden. Wenn du das erreichst, dann stehst du so in Eis. Also alles. Also es gibt alles. Dann hören die Teilchen auf, sich zu bewegen. Genau. So, und alle haben auch eingetippt, alle sind fertig und ich fange mal. Oh Gott. Okay, ich fange mal bei der tiefsten Temperatur an. Die kommt von Brammen und der sagt minus 273,4 Grad Celsius. Fuck. Dann kommen wir zu Christian mit minus 273,3 Grad Celsius. Dann kommen wir zu Jay mit minus 273,15 Grad Celsius. Irgendwie sowas ist das. Ich glaube, minus 273 war es. Ich konnte mich auch ein bisschen noch dran erinnern. Bei Vlesk im, bei Brandenburg. Ja, da weißt du das doch, die Antwort. Dann da ist hat irgendwer mal minus 10 Grad getippt oder so. Ach, wer wird das denn machen? Sepp sagt minus 256 Grad Celsius und Peter ist bei minus 73 Grad Celsius. Ich wusste, das war mit 73. Und wir haben einen exakten Treffer tatsächlich. Was? Und exakt getroffen auf die zweite Nachkommastelle genau hat Jay. Minus 273,15 Grad. Da habe ich da noch richtig im Kopf. Das kann man wissen. Wahnsinn. Ja, das kann man wissen. Bei Oxygen Not Included gibt es das halt auch. Das ist auch wichtige Größe, aber ich wusste die Kommazahl nicht. Da bist du jetzt erstaunt, Andi, ne? Da bin ich wirklich erstaunt, weil ich hätte es euch auch durchgehen lassen ohne die Kommazahlen danach. Aber wenn du es schon so genau triffst, dann muss ich dir natürlich die vollen Punkte geben. 5 Stück. Ja, Jay ist mein Lieblingskandidat heute. Willkommen zur Frage. Also, du bist auch mein Lieblingsmoderator heute. Dankeschön, dankeschön. Wir kommen zur Frage Nummer 9. Auf welchen Wochentag fiel denn Christian? Mittwoch. Das weiß ich. Nein. Okay. Montag. Nein. Es war Donnerstag, ihr Lappen. Ja, exakt, richtig. Alter, weiß man doch. Was hat denn Jay heute gefressen, dass der überall so reinlag? Weisheit, Weisheit. Es ging übrigens um Christi Himmelfahrt im Jahr 2009. Ja. Und das war ein Donnerstag. Die Frage 2009. Ja, weil Christi Himmelfahrt ist immer an einem Donnerstag. Genau. Dann weiß man doch. Ja, das wusstest du ja auch. Deswegen führst du auch aktuell mit 26 Punkten. Zu Recht. Wir kommen zur Frage Nummer 10. Welche Befangenheit des Moderators? Ja, ich bin nicht befangen. Das ist ja ganz hier auf Fakten basiert. Wann startete denn Gronkhs Minecraft Let's Play? Peter. 2010. Welches? Ja, das ist korrekt. Okay. Ja, das allererste natürlich. Das Classic. Du wolltest halt Ja haben. Ist ja, ich dachte das wieder Jahr Montag. Ach, ein Montag. War die Frage aber nicht so genau gestellt, Intefare. Ja, Ich hab dich verstanden, Bro. Peter versteht immer die leicht falsch zu verstehenden Fragen am besten korrekt. Das war auch schon bei der KI-Folge so. Ach. Naja, Frage Nummer 11. Was machte Pietsmiet? Was habt ihr denn gemacht zur Feier von 2 Millionen Abonnenten? Jay. Da haben wir doch getanzt auf dem Dach und ja, das war eine Milliarde, oder? Echt? Scheiße. Ja, wir haben getanzt auf dem Dach und haben da mit den Luftballons rumgespielt und so weiter. Das ist mein Guess. 2 Abonnenten. Das ist richtig. Das Ding ist, diese Frage ist nicht sehr konkret gestellt, deswegen muss ich das jetzt gelten lassen, aber es ist nicht das, was hier steht. Aber da würde ich es trotzdem gelten lassen, so macht ihr das doch, oder? Ja, ja, das ist doch das, was wir gemacht haben. Ja, aber also die Milliarde? Antwort, die hier gefragt wurde. Nein, da stand doch Peter und meinte, hey Leute, wir haben jetzt 2 Abonnenten. Und ja, wir saßen noch bei Take Two auf dem Boden. Ja, genau. Krefeld. Ja. Ja, genau, das war vor dem nur getanzt. Ja, 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 das war gedacht. Haben nicht nur das getanzt, war bei Take kurz vor dem ersten Friendly Fire, glaube ich, oder vom zweiten Friendly vom Fire. Vom zweiten. Haben wir das aufgenommen. Ja. Was gefragt, also was hier als Antwort steht, ist die total verzockte, aber die Frage ist ja nicht explizit darauf. Haben die zu Feier also, gemacht? Kann man alles zu drauf 2 Millionen Abonnenten? Die hatten wir ja vorher schon geplant. Das haben wir dann vielleicht gesagt. 2 Millionen kamen, hoppala, das ist übermorgen. Ja, aber trotzdem, das zählt, also 5 Punkte für Jay. Wir kommen zur Frage Nummer 12. Aus welchen Elementen, ich will beide wissen, besteht denn Methan? Rammen.
Aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Na, das weiß der CH. Das ist korrekt. Ja, richtig. Ja. Das war richtig stark. Ja, das war natürlich richtig stark. Ich danke Klei Games an dieser Stelle für Oxygen und Included. Bram ist richtig in the game im Moment. Da war er so schnell. Rettet euch hier den Hals auf jeden Fall, scheinbar. So gut. Videospielwissen bildet. Ja, Frage Nummer 13. Welcher Pilz verleiht Bier seinen... Ach, mein Gott. Entschuldigung, Hefe. Ja, seinen Alkohol, korrekt, Heffi? Das ist die Hefe. Ich dachte erst, du kommst jetzt mit Last of Us und willst wissen, wie der Pilz heißt, der die Seuche verbaut. Wie hieß der nochmal? Zeukoceros oder sowas. Ich glaube, P, meine ich. Zyklo. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Mutterkorn. Er ist nochmal der aus Last of Us. Genau. Claviceps purpurea. Was? Habe ich das denn gesagt? Gar nicht. Habe ich mir ausgedacht. Ich wollte immer diese KI. Jay führt mit 36 Punkten. Wir kommen zur Frage Nummer 14. Wer war denn Robert Habecks Amtsvorgänger? Jay. Es gab keinen, weil das Ministerium extra geschaffen wurde dafür. Nein. What? Das ist doch Superminister. Das Ministerium gab's doch nicht. Ah, scheiße, wie ist der Pimmel? Nein, Superminister ist Wirtschaft und Finanzen in einem. Genau. Ich nenne jetzt mal unseren ehemaligen Wirtschaftsminister und das war Peter Altmaier. Ja, jo, genau, stimmt. Der war gesucht. Der war Wirtschaftsminister. Wir haben dann hab ich das. Ich dachte, der hätte ein Superministerium jetzt, was halt zum ersten Mal gegründet wurde. Der hat, glaube ich, was da reingelegt. Der hat doch Gaming mit reingelegt, aber was vorher halt Verkehr war. Der hat doch das Ministerium halt auch so ein großes rotes S draußen als Logo. Das Superministerium. Ist der nicht Wirtschafts- und Energieminister jetzt oder sowas? Weil der halt das zusammengelegt wurde? Ja, die haben was zusammengelegt, ja. Aber da trotzdem das Hauptministerium bleibt ja halt selber. Ja, es heißt doch jetzt nicht mehr Wirtschaftsministerium. Sondern Wirtschaftsministerium. Super. Nee, Wirtschaftsministerium und Energieministerium oder was weiß ich. Na egal. Wenn das da so steht, dann ist das so. Ist Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland. Ja, dann halt Klimaschutz. Übrigens, immer. Gab es vorher ein Ministerium für Klimaschutz? Nee, ich glaube, deswegen sagte ich ja, es gab es halt doch nicht. Das war mein Argument. Deswegen ich das nur versucht zu erklären, warum ich das so gemacht habe. Übrigens, kleiner Funfact hier nebenbei, Ministerium, die ein Für im Titel haben, sind die neuen, des sind immer die alten. Nur mal so, möchte ich hier gerade mal, weil ich das weiß, deswegen habe ich es hier mal angemerkt. Ja, kommt gleich noch mal die Frage. Spiel schon direkt wieder Fragen an die. Ja, genau, Frage, habt ihr dann eh wieder vergessen. Frage Nummer 15. Welche berühmte Bierbrauerei steht in Bremen? Brammen. Oettinger. Nein. Nein. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Becks. Ja, ist Becks. Kann man ja, es ist mal Becks. Also, da steht wahrscheinlich auch noch mehr. Die Druckerei geht mir richtig auf den Sack. Vor allem Jay kommt immer durch. Der hat irgendwie was Neues an der Leitung. Der ist einfach schneller als ihr. Ja, nee, deine Mutter ist auch schneller gekommen gestern. Ja, meine Leitung ist jetzt repariert tatsächlich, ne? Also, bin ich schneller als ihr. Ist auch, wenn alles Spam kommt, auch immer Jay durch. Ist euch schon mal aufgefallen, der ist im Programmiercode von Andi, ist der berücksichtigt. Ist auch mein Lieblingsmoderator. Oh, danke Jay, das ist sehr nett. So, kannst du gerne noch öfter sagen. Frage Nummer 16. Aus welchen zwei Städten besteht denn das Land Bremen? Bremen. Bremen und Bremerhaven. Das hatten wir gestern auch. Das gibt's doch nicht. Echt? Ja, das ist denn das? Und da war Bremerhaven mit dabei und da wurde erklärt, warum das. Aber so das ist das sehr gut erklärt, ja. Fand ich auch gut. Ja. Ja, sehr schön. Jay führt weiterhin 42 Punkte, Peter 27, Brammen 26. Also einen Punkt nur dahinter, aber es ist ja noch nichts entschieden. Wir kommen zur Frage Nummer 17. Hallo. Und Sepp und ich haben auch Punkte. Ja, nee, wir haben du hast 11, Sepp hat 6. Aber ich wollte auf den einen Punkt, die einen Punkt Differenz zwischen Peter und Brammen hinweisen. Und wir kommen zur Frage Nummer 17. Oh. Ah, ja. Ja. Eröffnet. Darmstadt. Richtige Antwort, bitte. Bitte. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen schon die Frage. Das ist leider falsch. Scheiße.
damit hat sich die Einpunktdifferenz erledigt. Aber trotzdem meine Frage an euch. Schwerin, wofür, Pam. Komm, sag Schwerin. Sind denn Enzyme zuständig? Jay. Zum Translatieren der Proteine. Das ist bestimmt falsch. Das Translatieren kannst du es auch. Kannst das steht da nicht. Nur auf Deutsch sagen. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Alles gut. Falsche Antwort. Das steht da nicht. Es ist die Frage, wenn es richtig, wenn das korrekt ist, dann muss ich es ja gelten. Ist falsch. Lassen. Ist falsch. Okay, ach, du bist so nett, Jay. Was? Wofür okay. sind Enzyme zuständig? Rammen. Die spalten. Das ist die richtige Antwort. Proteinketten. Ja, oder zersetzen. Ja, das ist richtig. So. Sie spalten Proteinketten. Ja, und Ketten halt von Molekülen, Entschuldigung. Ich habe hier nur eine sehr kurze das ist Antwort. Aber, das ist aber eigentlich die richtige Antwort. Es ist sehr schwer für mich zu kontrollieren. Weil ich das selber nicht weiß. Das ist eine falsche. Ja, doch. Das steht da also, dann ist meine Antwort dann falsch, wollte ich sagen. Aber ich bin mein erstes Messer. Das steht da dann falsch, Andi. Ja, ich versuche das gerade zu verifizieren. Ja, ist okay. Also eigentlich ist das schon. Geil, wenn das nicht richtig ist, dann nicht. Wenn das aber richtig ist. Ich fand beide, also ich weiß jetzt nicht, was translatieren. Da heißt also was, ist an, was willst du halt haben? Ne, translatieren ist das nicht. Ich wollte einfach nur was Kluges sagen, weil mir das so. Also wahrscheinlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kommentaren werden uns das wahrscheinlich grillen, egal was ich jetzt sage. Ich sage jetzt einfach mal, das ist falsch. Was hat Bram denn jetzt gesagt? Ja, da steht eine kurze Proteine. Antwort. Jay. Also sie trennen quasi Proteine oder irgendwas auf. Zum Beispiel die Nicht das, was ich auch gesagt habe? Ja, nein, das hat Bram auch gesagt. Ja, aber das ist die richtige Antwort. Enzyme spalten. Ja, probieren wir doch einfach nochmal. Enzyme, also, Enzyme spalten halt Sachen auf. Ich sag mal so, spalten, diese Frage die teilen ist ein bisschen die halt schwierig. Die im Wandeln, die quasi. Meine, irgendwas, keine Ahnung, Glucose oder so hat, wird gespalten und wird dann zu, weiß nicht, zu dem und dem. Ich lasse das jetzt auch nicht gelten, weil das ungefähr das ist, was man gesagt hat. Wir schließen diese Frage jetzt einfach, weil für mich ist das nicht verifiziert. Ja, Sepp, dann sagst du gerne noch was. Die Bindenproteine. Nee, das ist falsch. Ich hätte eher zersetzen gesagt. Ich schließe damit die Frage jetzt. Hier steht, und das ist wie gesagt für mich sehr schwer verifizierbar, weil der Wikipedia-Artikel sehr lang ist und hier steht nur was sehr kurzes. Hier steht einfach gesagt, sie beschleunigen biochemische Reaktionen im Körper. Katalysator reicht auch als Antwort. Das ist was anderes. Also hier steht nirgendwo irgendwas mit Spalten. Deswegen soll das jetzt mal nicht gelten und wir schließen die Frage. Okay. Ich finde das absolut okay, Andi. Das auf jeden Fall und die Kommentarsektion wahrscheinlich auch. Wir kommen zur Frage Nummer 18. Mitochondrien. Jay. Das Sauerstoff der Zelle. Nee, wie nennt man das? Die Kraftwerke Lunge. Der Zelle, so die Kraftwerke der Zelle. Ja, das ist korrekt. So heißt es. Die Sauerstoffe der Zelle. Ja, ich war gerade los. Der Zelle. Sehr gut, das war auch das, was ihr gesucht ist. Frage 19. Wie heißt die Netflix-Zeichentrickserie mit einem Pferd? Brammen. Was? BoJack Horseman? Ja, ist die einzige mit einem Pferd. Auch da wäre es jetzt blöd, wenn es eine zweite gäbe, aber die ist auch gesucht, ja. Genau. Nee, BoJack Horseman ist richtig. Was ist denn das? Das ist eine Zeichentrickserie auf Netflix. Ja, ist die irgendwie krass im Hype im Moment, oder was? Schon lange nicht, oder? Die gibt es schon relativ lange. Ja. Okay. Habe ich auch schon mal gehört, aber hätte ich jetzt damit nicht assoziiert. Frage. Ja, ich fand die auch lustig. Nummer 20. Welche Partei ist denn aktuell die stärkste in Thüringen? Brammen. Die Linke. Das ist korrekt. Krass. Krass. Ja. Die Linke. Einzige Bundesverbote. Ich hätte jetzt eine andere gesagt. Mit Ramelow. Das ist doch die Kämmerich-Diskussion gewesen. Das ist die Kämmerich-Diskussion, ja.
sich schön die Rente abgezwackt hat, der Pisser. Ich will auch 3 Tage Ministerpräsident sein. Ja, aber willst du dich wirklich von der AfD wählen lassen, um Ministerpräsident zu sein? Nee, ich würde dann auch mal 3 Tage mein Amt niederlegen, aber ich nehme die Rente dann mit. Ja, ist ja schon Blutgeld, was du da hast. Ja, das ist okay für mich. Ich will Blutgeld. Gib mal euer Blutgeld. Okay. Also, haben wir uns gemerkt, Bram mit Blutgeld. Frage Nummer 21. Welcher Planet ist der Sonne am zweiten? Am zweit. Mein Vater, Venus. Alter. Korrekt, ja. Ja, das ist alles. Ja, Christian, wir haben ja keine Schnitte einfach. Nee, ich weiß die Antworten leider nie. Das ist das Problem, glaube ich. Ja, du musst einfach drücken und dann erstmal überlegen. Das bestrafe ich dann. Das gemacht, das hat nichts gebracht. Okay. Vielleicht jetzt könnt ihr glänzen. Frage 22. Aus was werden denn Pommes gemacht? Kartoffeln! Ja! 5 Punkte für selber. Oh, Alter, das war so weit weg, dass alle erstmal denken mussten. Ich dachte Frittieröl. Fett. Pommes werden aus Frittieröl-Fett gemacht. Aus Frittierfett. Ja. Nein, das. Aber jetzt kommt wieder eine wunderbare Frage, die wir ja auch schon kürzlich vielleicht so mal gehabt haben könnten. Oh. Frage Nummer 23. Wer spielt Obi-Wan? Jay. Ich sag jetzt, das ist. Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Mach weg. Ben Kenobi. Okay. Peter. Ich sag Ewan McGregor. Ja! Jay, das du hast richtig. Mal gesagt, wieso drückst du eigentlich, wenn du es nicht weißt? Das hast du schon. Also. Wusste es, aber mir fiel der Name gerade nicht ein. Ach so. Aber immerhin überlege ich nicht noch 10 Sekunden und sag dann direkt, ich weiß es nicht. Ja, du hast 2 Sekunden überlegt und hast dann gesagt, du weißt es nicht. Also. Schon besser. Aber alles ja gut. Nee, alles Punkte gut. Bekommen. Ich bin 5 da, aber Stück. Jay hat da mal bei einem anderen Quiz mit einem anderen Maßstab gemessen. Ich sag gar kein Problem, wenn man gedrückt hat. Also ihr sollt natürlich möglichst schnell antworten, sonst werte ich das natürlich nicht. Eben. Außer ich höre daraus, dass ihr das sagen wollt, was ich suche. Frage Nummer 24. Wer spielt Cooper im Film Interstellar? Christian. Matthew McConaughey. Ja, genau. Ja, ich hab gerade an die grünen Panzer gedacht. Ja. So was? Keine Ahnung, in dem Mario-Film. Man weiß denn nicht. Ja, sehr gut. 5 Punkte für Christian, damit 22 Punkte. Und wir kommen zur Frage Nummer 25. Das ist dann damit Halbzeit. In welchem Jahr kam denn die erste vollständige Folge der Simpsons raus? Boah, Christian. Weiß denn ich? 90? Sind die Folge? Nein. Brammen. Aua. 91. Nein. Christian. 89? Ja, genau. Okay. Exakt. 1999. Schade, Brammen. Ja, nee, ich hatte gar keine Ahnung. Aber Christian, der schien so eine Richtung vorgegeben zu haben. Und da spiel ich doch mal 1989. Mit. Krass. Aber was heißt denn, war das vorher dann nur eine halbe 91. Folge? War das vorher nur so ein Clip oder? Ja, das finde ich auch interessant. So, ja. Gab vorher nur so Sketches. Ah. Alles alt. Mit dem Mainzelmännchen. Aber 91 war dann. Oh nein. Ich darf. Nee. Mach mal weiter. Ja, vielleicht nicht zu viel sagen. Frage. Wer weiß, was die nächste Frage ist. Wir machen mal kurz einen Zwischenstand nach 25 und 50 Fragen. Für Jay mit 52 Punkten. Was Christian uns jetzt sagen? Ramon mit 46, Peter mit 40, Christian mit 28 und Sepp mit 18 Punkten. Aber es ist ja hier noch nichts entschieden. Und wir kommen zur Frage Nummer 26. Wie viele Staffeln? Ach, Simpsons. Was, Alter, was? Christian. Und jetzt die. 30. 30? Nein. 29. Nein. 31. Nein. 28. Nein. Jay. 32. Nein. Herr Brammen. 33. Nein. Christian. 27. Nein. 26. Nein. Jay. 34. Ja! Okay. Das war nach oben. Also, ihr wusstet das. Wie viele Staffeln gibt es aktuell, war die Frage in den USA. 34. Sehr gut. Schon krass. Und vielleicht wisst ihr das auch noch. Frage 27. Wie hieß denn das Simpsons-Spiel? Peter. Oh, das haben wir da. Hit and Run. Ja. Es gab super viele. Ja. Genau.
welches ja, stark weiß, an GTA erinnert, so wäre okay. die Frage weitergegangen. Simpsons Hit and Run. Ich habe Rogue Rage gespielt. Ich habe Rogue Rage gespielt. War das das, was wir geil haben? Ja. Road Rage haben wir gespielt. Road Rage ist ein Motorradspiel, wo du deine Leute runtertreten musst. Meinst Ride 4? Als Bart Simpson. Nee, Road Rage. Das war lustig. Okay, wir kommen zur Frage Nummer 28 und wir haben es da eben schon erwähnt. Wir haben ja eben von GTA gesprochen. In welchem Jahr kam denn GTA 5 Rammen? 2013, glaube ich. Die Frage ist auf Apple. Achso. Ja, in welchem Jahr kam GTA 5 raus, war die Frage. 2013 ist korrekt. Frage 29. Welcher ist der neueste Ableger der Mario Kart-Reihe? Peter. Oh. Mario Kart 8 Deluxe. Nee. Peter. Okay. Mario Kart Tour? Ja, das ist gesucht. Oh, das blöde Handyspiel. Mario Kart Tour. Damit jetzt wieder zwischen Peter und Bram nur einen Punkt Abstand und so langsam holt ihr Jay wieder ein. Ja, das sind Fragen, die sind gerade so random, da kann ich nicht. Die sind zu random. Die sind zu krass, die sind zu krass für mich. Dann entfernen wir uns jetzt wieder aus dieser Welt und gehen zur Frage Schade. Nummer 30. Wer gewann denn bei der Goldenen Emma 2019 in der Kategorie der größte Fail in der... Ach! Ich hoffe Technik und ich sag Dennis Bram. Das ist Best Guess, in dem Fall leider falsch. Welches Jahr hat er gesagt? Ich hätte auch gedacht. Bei der Goldenen Emma 2019 in der Kategorie der größte... Größter Fail kann ja Peter sein. Genauer? Peter Smits. Ich glaube, das ist nicht nur Peter. Ich glaube, die Antwort ist nicht nur Peter, sondern mir jemand anders bei. Hätte ich gerne genauer, weil das ist ja ein bisschen zu Christian. Das war bestimmt einer unserer Peter und Christian. Peter Georg Smits, möchtest du haben. Nein, du naja, Peter Namen? J war das. Oh mein Gott. Nein, ich. Ich hätte gesagt, Christian? Womit? Kidsmeet. Nein, ich lese die Frage jetzt. Versuche ich final komplett vorzulesen. Ja, Goldene Emma 2019 in der Kategorie der größte Fail in der Küche. Wow. Rammen. Peter Smits mit Popcorn-Mais-Fail. Ja, wie auch immer genau. Das war gesucht. Peter mit seinem Popcorn-Mais. Nur der Name. Da steht doch gar nicht, wer und womit. Die Frage ist doch wieder nicht eindeutig. Es ist eigentlich, wer ist ja nur Peter und eigentlich nicht womit. Schon. Ja, damit hast du recht. Aber in dem Fall würde ich, also, aber ja. Aber wie soll man denn das wissen, wenn dann nur wer sagt, hä? Ja gut, dann konntest ist es ja eine 25% Chance. Oder eine Antwortraten. Das konntest du ja jetzt im Endeffekt auch wieder nur aus den falschen Antworten vorher schließen. Dann ist die Frage schlecht gestellt, das stimmt. Ja. Aber jetzt haben wir es so gemacht. Ja, wenn halt nur wer und womit ist ja okay, aber oder anders, aber am Ende meinetwegen. Aber ja, da wackelt der Mod-Status. So, Bram und Jay jeweils 69 Punkte jetzt, also ausgeglichen. Sind ja noch 20 Fragen. Ich versuche jetzt mehr darauf zu achten, ob die Frage auch auf die Antwort hinleiten kann. Frage Nummer 31 ist eine Schätzfrage, ihr dürft also tippen. Mit dem Stand vom 29. Januar 2023 wie viele Aufrufe hat denn der Pizmeet Hauptkanal insgesamt? Oh, okay, Moment. Boah, das hatten also, wir sogar letztens nachgeguckt für ein anderes Quiz. Wann war das Datum? 29. Januar 2023. Ihr tippt auch bitte ein, ne? Nicht vergessen. Das ist eine Schätzfrage. Wer näher dran ist, bekommt 5 Punkte. Keine Ahnung. Also ich habe sie auf dem Hauptkanal, ne? Auf dem Hauptkanal. Also nicht insgesamt auf allen Kanälen, sondern nur auf dem Hauptkanal. Nee, das macht ja gar keinen Sinn, was ich hier eingebe. Ah, irgendwie so. Warte mal. Sam und Jay haben schon eingeloggt. Oder? Irgendwie so. Sepp jetzt auch, Christian auch und Peter auch. Damit bitte nicht mehr tippen. Aber und keine ich fange Ahnung. Mit der größten Schätzung an. Die kommt von Peter, der sagt 3,46 Milliarden Aufrufe. Oh, sind schon 3,4? Das wäre 3,2. Oh. Dann kommt Bram gar nicht so bad. Mit 3 Milliarden 220 Millionen 69.420. Dann kommt Jay mit 3,2 Milliarden.
Christian sagt 2,18 Milliarden. Ja, und Sepp ist ein bisschen abgeschlagen mit 199 Millionen Aufrufen. Ich habe mich verrechnet. Ich habe gedacht, ich war am Rechnen, ah ja, wir machen ja 20 Millionen so ungefähr im Jahr. Nee, war ja im Monat, ne? Ja, also Sepp, du bist sehr weit entfernt, das kann ich sagen. Und wir haben leider keinen exakten Treffer, das wäre sehr schön. Die richtige Antwort sind 3,28 Milliarden Aufrufe und damit ist Brammen am nächsten dran. Ja. Und kriegt 5 Punkte. Not bad. Ja. Frage Nummer 32. Wir entfernen uns wieder aus dem Pizmeet-Universum und gehen in die Studentenwelt. Wie heißt denn die Studenten-App? Oh. Jay. Was? Asta. Nee, nein. Das ist das System. TVZ. Ja, keine Ahnung, nein. Alter. Was ist denn die Studenten-App? Ich wollte Mensa sagen, als die Antwort kam. Wie heißt die Studenten-App, die Peter auch mal in einem Video vorgestellt hat? Oh, ja. Ja, Peter. Sepp. Jodel. Jodel! Ja, Jodel. Wie ist nicht eingefallen? Gemacht? Fuck, Alter. Ist halt auch so was ist wie denn Jodel? Jodel ist mega. Ja, das erklärt ja richtig gut, was das ist. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Reddit. Da werden so Beiträge Jodel verbindet sich einfach mit allen Leuten aus der Umgebung. Ja, wenn du Jodel nutzt, kannst du Distanzen machen. Da steht da nah, sehr nah, fern und so weiter. Und kannst danach dann... Ist das eine Dating-App? Nee. Ja, es ist wie, also eigentlich ist es wie Twitter, aber lokalisiert. Das heißt, du siehst in deiner Nähe, wer da was geschrieben hat, sozusagen. Jodel mir das doch eines deren Motto. Deswegen. Genau. Ist das eine Dating-App? So kann man sagen. Hat Elon Musk die falsche App gekauft, scheinbar. Naja. Frage Nummer 33. Brammen führt jetzt mittlerweile mit 76 Punkten. Stark. Wo arbeitet denn Jodel. Bernd Stromberg? Peter, ich will den Namen der Firma übrigens. Bei der Versicherung, bei der er arbeitet. Keine Ahnung, wie die heißt. Ja. Christian? Bei der Kapitol. Ja. Stark. Oh. Exakt. Oh, ich habe jetzt extra dazu gesagt. Hättest du auch sagen weil, können, München, ne? Ja, deswegen habe ich es dazu gesagt, weil man hätte da viel drauf antworten können. Ja, die Frage ist auch nicht sehr konkret. Ich habe erst dazu gesagt, als ich schon gebuzzert hatte. Ja, weil ich nett bin. Nee, die Frage war halt noch nicht zu Ende gestellt. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und der hat dir sogar das gesagt noch, was er haben will. Ja. Ja, genau, also ich bin ja eigentlich... Obwohl du gebuzzert hast. Ja, ist sehr freundlich. Alles klar, Peter. Frage Nummer 34. Was ist denn auch hier wieder quasi das, was vorne steht, ist gesucht, das Kfz-Kennzeichen von Bremen? Peter. Hansestadt Bremen, HB. Richtig, genau, HB. Richtig gut. Damit Peter jetzt 69 Punkte und eventuell gleich auch Jay überholt. Je nachdem, schauen wir mal. Frage 35. Welche ist denn die aktuelle VW Golf-Generation? Oh, Alter. Rammen. Der Neuner. Nein. Sepp. Ja, genau. Der Golf 8 ist die aktuelle Golf-Generation. Ich dachte, jetzt kommt sowas mit der E-Golf. Wäre das nicht auch eine Generation? Ich glaube, das ist das sogar also eine Erzählung. Ich glaube, das ist der 8er in Elektro einfach, aber hey, das hätte einfach gepasst. Es ist auf jeden Fall Golf 8. Ja, das war auch gesucht. Frage Nummer 36 ist eine Schätzfrage. Ihr tippt also bitte wieder ein. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie viel Prozent der Menschen im Alter von 18 bis 25 rauchen? Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier weltweit ist. Ach du Scheiße. Geht wieder weltweit. Hoch, kannst du nochmal bitte vorlesen? Wie viel Prozent der Menschen im Alter von 18 bis 25 rauchen? Das ist gestiegen in Deutschland letztes Jahr. In Amerika auch. Echt? Ja, in Japan wird sogar dafür beworben, das zu tun gerade. Was, in Japan? Ja. Zählt mit Rauchen? Oder Zigaretten, Shisha, E-Zigaretten? Crack, Meth, Gras. Nee, aber worum geht's denn da? Also, das ist ja ein Unterschied, ob die jetzt alle Shisha rauchen, weil das ist ja mehr in als Zigaretten.
So, die Frage, wenn du zum Beispiel Finne bist und du bist in so einem Eisbad und gehst dann in die Sauna und. Also, ja, das ist da. Es ist auch. Übrigens nur für euch, damit ihr das nochmal im Zweifel abändern könnt. Das ist eine Info der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das heißt, es ist nicht weltweit, ja, sondern dann nur in Deutschland. Aha, okay. Und was rauchen sie? Also, was wird da bemessen? Nur Zigaretten? Oder auch euch. E-Zigaretten, weil das ist ja ein Unterschied. Jay, wenn du dich richtig aufregst, ich, ne, dann ich muss mich jetzt auch. Mal kurz auf, ja. Weil ich dann nicht richtig zugehört habe. Ging es um weltweit oder nur Deutschland? Nein, nur Deutschland. Es geht ach nur so. Um Deutschland. Ich hab das als weltweit verstanden. Weil ja, haben sagt, wir am Anfang auch gesagt. Weil es in der Frage nicht steht, ich habe es nochmal nachgeguckt, ist es nur in Deutschland. Ja. Weil da dachte ich mir so, boah, China und Frankreich und. Oder geht es einfach um legale Genussmittel? Die Raucherquote. Gott. Was? Es geht um die Raucherquote von 18 bis 25. Das ist gefragt. Ja, aber von legalen Mitteln oder auch illegal? Wissen wir ja alle nicht. Müssen aber wie soll die aber weiß doch, woher die Statistik kommt. Wieso kann er denn da nicht sagen, aber wie soll denn illegal erfasst da? Werden? Also, dann sage ich euch jetzt, was hier erfasst wird. Vielleicht erklärt das ja auch, führt, also das. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führt seit 1973 in regelmäßigen Abständen Repräsentativbefragungen zum Tabakkonsum von Jugendlichen in Deutschland. Das ist als Rauchen klassifiziert. Was darunter jetzt die Bundeszentrale für... Ja, geil. Ist das jetzt immer noch Shisha-Tabak oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ja. Whatever. Brokkoli zählt da auch mit. Ja, aber da ist halt kein Crack mit drin und so. Brokkoli raus. Ja, okay, alle haben eingeloggt. Fangen wir mal an mit der geringsten Schätzung. Die kommt von Brammen. Er sagt, 13% der 18- bis 25-Jährigen rauchen in Deutschland. Jay sagt 14%, nur 1%-Punkt mehr. Dann kommt Peter mit 17%, Sepp mit 21% und Christian mit 22%. Wir haben keinen exakten Treffer und schade. Es sind tatsächlich 29,8%. Was? Also noch die Shisha und E-Zigaretten fast da drin. Fast jeder Dritte. Sehr hoch, damit Christian au. Hier mit 5 Punkten. Das ist das Scheiße. Fuchst dich das jetzt, dass so viele rauchen oder dass du einen Punkt nicht bekommen hast? Nee, ich glaube halt, dass 29% halt auch E-Zigaretten sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass 29% Zigaretten noch rauchen. Ja, okay. Da steht ja auch nicht, wie oft, Jay, ne? Einmal im Monat. Ja, aber E-Zigarette, also E-Zigarette rauchen ja super viele. Ja, aber deswegen würde ich ja 29% ja auch Tabak drin. Da ist auch Tabak drin. Echt? Ja, du kannst so kleine Dinger kaufen und dann kannst du die da reinstecken und dann. Dachte, da wäre nur so ein. Anzünden und der. Dachte, da wäre nur so ein Gelee da oder was auch immer die rauchen. Nee, das sind Vapor. Das gibt's auch. Ja, ich dachte, das wäre das. Ich kenne mich da nicht so aus. Frage Nummer 37. Ram führt weiter mit 77 Punkten. Peter nur 2 Punkte hinter Jay. Und Christian und Sepp trennen auch nicht so viele Punkte. Wir kommen zur Frage 37. Was kostet denn mittlerweile die kleinste Schachtel Marlboro Rot? Rammen. 10 Euro. Nein, klein? Christian. Ich habe keine Ahnung. 5. Nein. Euro. Rammen. 55. Nein. 8 Euro. Sepp. Exakt. What? Unser Dauerquarzer Sepp. Da habe ich mich die Tage noch drüber unterhalten mit meinem Schwiegeronkel. Ist das Schwiegeronkel? Ist egal mit wem. Ja, egal. Ach, das ist eine geile Geschichte, gute Geschichte. Aber sind die kleinsten Packungen nicht immer irgendwie so diese, wie hießen das noch, die Konze, gerade in der Uni hatten die immer diese Soft oder so, die dann nicht mal so super kleine Pappe haben, sondern nur so, weiß ich nicht. Das wird nicht gemeint sein, ich denke, es wird eine normale Packung sein, die einfach dann die kleinste Größe, die du bei der Tanke da hinten kaufen kannst. Wir haben uns noch darüber unterhalten, dass JP damals 5 Euro gekostet hat, die kleine Packung. Ja. Und Marlboro ist sowieso teurer als alles. Ach, Papa, ich kann mich noch daran erinnern, dass er 5 Mark durchgegeben hat. Genau. Da hat er mich erinnere ich mich noch. Papa hat nämlich immer zum Zigarettenautomat damals 5 Mark in den Automat, da kam wieder raus. Und immer wollte den Ausweis haben. Dann vielleicht 5 Mark gekriegt, plus noch eine Mark für die Süßigkeiten. Und dann bin ich zum Kiosk gegangen. Ja. Vielleicht meint Chris ja das Starter-Kit in die Nikotinabhängigkeit. Was Marlboro da verteilt. Das ist übrigens
Also du weißt, okay. Schokozigaretten. Das wäre doch voll smart, ne? Sachen, die süchtig machen, kriegst du immer erst die erste Dosis umsonst. Schokozigaretten, ich glaube, das ist was, was es nicht mehr gibt, jo, oder? Im Bett gibt es nur Schokozigaretten. Wo ich am Anfang auch gedacht habe, da das Esspapier, was da drum ist. Rein damit. Nein. Lecker. Lecker. Es sind übrigens 20 Zigaretten in der kleinen Packung. Doch, so viele. Oder in der Einzelpackung. Ja. Guck mal, nicht mal 30 Cent, der Zug ist doch easy. Reichen ja nicht mal für einen halben Tag. Ey, das könnten wir auf jeden Fall steuerlich noch ein bisschen in die Höhe treiben. Ja, aber gucken, was die nächsten Jahre so bringen. Frage Nummer 38. Mehr Steuereinnahmen. Welcher Wirkstoff macht denn Zigaretten, Sepp? Nikotin. Ja, besonders süchtig ist das Nikotin, genau. Alter, wie schnell also ich weiß aber Finger, hier, weil du anfängst mit mehr Steuereinnahmen. Ja, dass die Steuereinnahmen Fragen bauen super oft nicht, aufeinander auf dem Bums hier. Nicht ausreichend für das, was im Gesundheitswesen wieder rausgeballert wird. Das stimmt. Okay. Eigentlich zumindest. Gut. Haben wir das auch aufgeklärt? Wir kommen zur Frage 39 und von dem Themenkomplex Zigaretten ist es ins nächste Themenkomplex. In den nächsten Themenkomplex gar nicht so weit, wenn man die Geschichte kennt. Pokémon Frage 39. WoW. Wer gewann denn 2014 die Formel 1 Rammen? Lewis Hamilton. Ja, exakt. Das war der erste Hamilton-Sieg. Wann war denn dann Rosberg? Der erste mit Mercedes. Rosberg war 2016. Genau. Weil ich dachte, das wäre die Falle gewesen. Das hat genau die Saison ist mit Nico. Ja gut, dann hätte ich trotzdem Lewis gesagt. Keinen anderen gekannt. Ja, also Bram führt aktuell mit 83 Punkten. Jetzt kommt die Frage, wann Rosberg Sepp gewonnen hat. Christian überholt. 56 zu 51. Da Frage Nummer 40. In welchem Jahr 2016 Nico Rosberg. Damit. In welchem Jahr erschien denn der Bitcoin? Ach, come on. Fast. Boah. Der Nico Rosberg, okay, das ist schwer. Christian. 2010. Nein. 2014. Nein. Das war früher, oder? Wie alt war ich denn da, als ich das gemeint habe? Am Anfang, wo das Ding noch hier 50 Dollar Cent wert war, wenn überhaupt. Oh, war das nicht Dotcom-Blase 2008? Nein. Christian. 2009. Ja. Exakt, ihr seid schön drumherum getanzt, aber 2019. Durch Andis Nein konnte man erahnen, ja. In der Nähe. Warum drückst du denn? Ja, aber der 2010 war jetzt auch nicht so, ich habe gar keine Ahnung, sag mal irgendeine Zahl. Nee, das glaube ich. Bei Sepp ja auch. Also, wenn da rumgetanzt wird und du merkst, dann musst du auch drücken, das ausnutzen direkt. Ja, nee, ich fahre die Nummer sicher, Schiene. Ja, aber das ist auch sicher, du wusstest es. Vor allem, als der Schiene ist, da war das ja nicht offen. Also. Okay, wir kommen zur Frage Nummer 41. Wir sind im Endspurt sozusagen. In welchem Jahr wurde denn Obama zum Präsidenten der USA? Peter. Es war ja spannend. Könnte sein. Nein. Dammit. Nein. Wiedergewählt oder zum ersten Mal gewählt? War die Frage schon fertig? Nein. Gewählt? Wann wurde denn Obama zum Präsidenten der USA zum ersten Mal vereidigt? Am 20. Januar 2009. Das Jahr hätte mir gereicht. 2009 ist korrekt. Nice. Ja. Ist das nicht immer der 20. Januar? Beschissen. Das ist auf jeden Fall immer am nächsten Jahr. Ist das nicht immer ein Dienstag? Manchmal. Keine Ahnung. Das ist die Christi Himmelfahrt, das ist immer ein Donnerstag. Ist egal, das kann ich jetzt nicht nachgucken. Ja. Egal. Wir kommen zur Frage Nummer 42. Ich möchte alle wissen von euch, welche Zutaten sind laut dem Reinheitsgebot in Bier? Ach, scheiße. Rammen. Hefe, Malz, Hopfen, Ende. Christian. Das ist doch nur Hopfen und Wasser. Rammen. Hefe, Malz, Hefe. Hopfen und Wasser. Ich glaube, Hefe zählt ja gar nicht. Echt? Exakt. Hefe ist auch dabei. Ja. Wasser, Hefe, Malz und Hopfen. Sonst geht das ja nicht auf. Das Wasser gefehlt. Ja, aber arbeiten. Ist ja die Frage, ob das mit dem Reinheitsgebot steht. Ach so.
Ja, also damit Bram aktuell führend 99 Punkte, knapp vor den 100. Sepp und Christian haben Punktgleichheit mit 61 Punkten. Hinter Bram reiht sich J.I. mit 81 und Peter knapp dahinter mit 79 Punkten. Und so langsam wird's knapp. Und wir kommen zur Frage Nummer 43. Ihr schätzt bitte, ihr tippt bitte ein, wie viele Landkreise hat denn die Bundesrepublik Deutschland? Ah, kann man wissen. Dementsprechend. Also ich hau einmal auf die Tastatur. So? Das durch zwei. Irgendwie so. Landkreise. Landkreise. Jetzt bin ich gerade überlegen, was das überhaupt genau bedeutet. Ja, Peter, Kreis du kennst Kleve. Aber euch den Landkreis. Kreis genau. Ist Kreis Kleve ein Landkreis? Ja, ja, ist ein Landkreis. Ja. Okay, alles klar. Wie funktioniert denn das eigentlich dann also bei Berlin? Ist das dann ein Kreis oder was? Nee, und dann ist dann Bezirk? Dann Saarland, James. Die Bezirke sind das. Ja, genau. Ja, aber dann frage ich mich, ob ein Bezirk gleich ein Landkreis ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich das nicht. Ist wie mit, da kannst du traden. Also die Stadtdinger zählen da nicht zu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das anders einfach funktioniert, weil Landkreise sind ja auch nach. Also die Repräsentation ist ja so, dass jeder Landkreis ungefähr gleich viele Einwohner haben soll. Ungefähr. Weil der nicht funktioniert. Hm. Das heißt ja auch nicht, das heißt ja auch nicht Landkreis Düsseldorf. Nee, Düsseldorf ist auch eine kreisfreie Stadt. Okay, dann Landkreis Köln, keine Ahnung, weißt du, wie das alles heißt. Köln ist eine kreisfreie Stadt. Achso, das sind alles kreisfreie Städte. Ist Bergheim okay. Einer der größten Landkreise? Bergheim. Flächentechnisch ist sogar. Flächentechnisch dürfte Kreis Kleve. Von einem Ende zum anderen zu fahren, ist, glaube ich, Kleve einer der größten. In Deutschland. Weißt du, dass Kleve das größte Dorf Europas hat? Ja, Pfalzdorf. Ah ja, Pfalzdorf, jo, stimmt. Pfalzdorf ist riesig, stimmt. Ja, Größtes Dorf Deutschlands. Okay, alle haben eingetippt, alle haben auch eingeloggt. Dann fangen wir mal an mit Jay. Jay gibt nämlich die geringste Schätzung ab. 98 Landkreise, sagt er. Das ist doch die Direktkandidaten, sind das doch, oder? Nee, nicht Wahlkreise. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass das identisch ist. Nee. Wir sehen es ja gleich. Danach bin ich zumindest nicht gegangen. Die zweithöchste Schätzung, oder die zweitniedrigste Schätzung, tut mir leid, kommt von Peter mit 169 Landkreisen. Dahinter kommt Brammen mit 299 Landkreisen. Sepp sagt 376 Landkreise und Christian ist im Orient gelandet und sagt 1001 Landkreis. die richtige Antwort, wir haben keinen direkten Treffer, so wie kann ich sagen. Wow. Schwach. Es gibt 294 Landkreise und damit ist Bram am nächsten dran. Lol. Echt? Das ist aber doch nicht gleichzusetzen mit den Wahlkreisen. Ich dachte 598 Abgeordnete und dann durch zwei, also ohne Unbehangsmandate. Und das sind die Landkreise. Kleve, wählst du doch nicht nur eine Person. Doch. Also die noch dann in den Bundestag kommt als Direktkandidat. Echt? Okay. Aber auf der Liste stehen natürlich mehr Leute. So dachte ich da zumindest. So bin ich da rangegangen zumindest. Ja, ist ja auch zielführend gewesen. 5 Punkte für Bram in dieser Frage. Ist das jetzt trotzdem richtig, ist die Frage. Also ich meine, ich war zwar an der nächsten Zahl dran, aber ist mein... Kannst du ja gleich nachgucken, wenn wir durch sind. Ja gut, ja, hätte genau. Können, dass er halt weiß. Vielleicht ist das auch die nächste Frage, wir wissen es ja gar nicht. Aber Frage 44 ist dann doch eher, wofür ist denn die Marke HIP bekannt? Babynahrung. Ja. Nein, finde ich falsch. Ich finde, die ist dafür bekannt, mit ihrem Namen zu stehen. Es gibt übrigens jetzt einen neuen Hip-Chef, ne? Der ist jetzt ja in den Werbung. Sohn. Sagt genau, er da immer noch? Heißt der jetzt nicht einfach Klaus Hip Junior dann oder so? Und ist das schon mal aufgefallen, dass der, wenn der sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, währenddessen ganz oft sitzt? Der steht doch in irgendeinem Feld, oder nicht? Oder ja, aber der kann ja nicht mehr stehen, der Alte. Nee, ist ja auch nicht. Ja, aber der macht jetzt. Das ja auch nicht mehr. Der, also vielleicht, naja. Bram, denen ist halt auch aufgefallen, dass da eine Diskrepanz zwischen den Worten steht. Und dann haben die ihn ausgetauscht einfach. Den Chef gewechselt. Du bist raus. Wir kommen zur Frage 45. Wie heißt denn der neue Verteidigungsminister? Jay. Oskar Pistorius oder Oskar.
Mit was? Vornamen, weiß ich nicht. Nee. Ist das nicht der Sportler genommen? Ah, oh, stimmt! Der heißt. Also, nein. Pistorius, dankeschön. Ich war bei Petrus oder so, hieß der doch, aber Pistorius ist richtig, aber der hieß Boris. Ja, der ist ja. Boris. Scheiße, ich habe an den Falschen gedacht. Boah, an Oskar. Ich war eben auch sehr verwirrt, aber ja. Genau, Boris Pistorius ist die richtige Antwort. Es ist nicht Armin Laschet. Obwohl er ihm sehr ähnlich aussieht. Finde ich überhaupt nicht. Finde ich auch. Ich finde, die sehen 1:1 aus wie dieselbe Person. Hat denn jemand in letzter Zeit Armin Laschet mal eben mal irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Ja doch, der hat doch die Truppe besucht. Hey, überhaupt nicht. Das ist halt ein weißer alter Mann. Ich finde, die haben sehr ähnliche Gesichtszüge. Sag doch mal, stimmt, nicht so verächtlich. Armin Laschet ist ja kein weißer alter Mann. Ist schon klar, dass wir dabei sind, weiße alte Männer zu finden. Ja, das ist ja das Schlimmste da dran. Ja, Frage Nummer 46. Wie heißt denn der Podcast von Tommy Schmidt und FJ? Scheiße. Ich hoffe, es ist gemischtes Hack. Nein, ich hoffe, es ist gemischtes Hack. Es ist gemischtes Hack. Scheiße. Es ist aber korrekt. Ja, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Endlich mal wieder eine richtige Antwort. Ja. Keine Ahnung. Guter Podcast. Das ist ein Komiker. Beides Komiker, Comedians, genau. Ich glaube, der erfolgreichste deutsche Podcast, wenn ich. Ja, ziemlich. Ist. Ja. Zumindest war das mal. War er auf jeden Fall mal, ich glaube, er ist immer noch. Auf jeden Fall Top 3. Frage 47. Welcher YouTuber bzw. Streamer erlangte Bekanntheit durch seine Brammen? Ich sag Knossi. Ist falsch, Brammen. Durch seine Vergleiche von Hunden und Frauen, Monte. Das ist falsch. Schwarz. Montana okay. Black ist die richtige Antwort. Montana Black 88, leider falsch. Welcher YouTuber bzw. Streamer erlangte Bekanntheit durch seine Ansage an und Jay? Tanzi, Tanzverbot. Ja. Und mein Einkauf von Videos, genau. Was war denn nochmal seine Ansage? Er hat doch immer Ansage an, dann hat er irgendwen da angemault. 12:04 Uhr. Ja, yeah, oder das, genau das. Er hat die Uhrzeiten benannt. Dann war aber richtig scheiße, weil Tanzi hat nämlich gemeistert, dass egal wann das Video startet, die Uhrzeit, die er sagt, im Video trotzdem immer richtig ist. Mega cool. Ja, war ganz deswegen groß. Ist er jetzt auch da, wo er ist. Ja. Genau, deswegen ist er jetzt da, wo er ist. Frage 48. In welchem Jahrhundert fand der letzte Kreuzzug statt? Jay. 15. Jahrhundert. Nein, Sepp. 13. Jahrhundert. Ja, genau, im 13. Jahrhundert. Crusader Kings regelt. Also, das meiste Wissen zieht ihr auf jeden Fall aus Spielen. Ihr müsst auf jeden Fall auch mal ein Spiel spielen, wo es irgendwie um Planeten geht. Das wäre sehr gut. Ja. Ja, aber da gab es seit Freelancer ja keine geilen Spiele. Tja. Und dann muss das jemand aus und, der Community und Mass Effect macht halt nur Erde. Da gibt's nichts anderes. Und du machst nur Mars. Tja. Ja. Ja. Also hier kleiner Aufruf an die deutsche Entwicklerszene. Macht doch mal ein Spiel. Freelancer 2 wäre geil. Ja, nee, Freelancer wäre mega. Wait, Frage 49. Genau, also die Deutschen machen das super häufig irgendwelche. Ja, die machen die ganzen X-Serien, aber die sind irgendwann so aufgeblasen geworden, dass die irgendwie nicht mehr so geil sind. Frage 49 Ansage nach diesem Statement. Ich möchte auch alle wissen, mit welchen drei Zutaten wird eine Carbonara Tradition Peter? Parmesan, Speck und Eier. Richtig. Exakt. Was? Eine Carbonara traditionell hergestellt mit Schinken. Keine Sahne mit drin. Ich hätte jetzt gesagt, wie Schinken, Nudeln und Sahnesoße. Aber ich verstehe nicht, wieso da keine Nudeln mit beizählen. Weil es nur die Soße ist, Carbonara-Soße. Ah. Das ist ja Spaghetti-Carbonara. Die Spaghetti sind schon ja mit dabei. Hat sich ja auch die Zutaten. Spaghetti sind Schmutz. Gut. Das heißt, es gibt auch Pizza-Carbonara. Ja. Ah. Ja, ist ja nur die Art der Zubereitung, die Soße, genau. Okay. Also kann ich auch ein Brötchen Carbonara machen, ja? Ja, klar. Bramsche Brötchen mit Carbonara. Alter, lass mal Bram Carbonara machen. Ja. Oh, Bram badet in Carbonara, das wäre geil. Ja. Ja, schon nice, das finde Andi toll, ne? Ja, finde ich sehr gut. Letzte Frage. Frage Nummer 50.
Wer wohnt in einer Ananas ganz... Okay. SpongeBob Schwammkopf. Ja, genau. Und damit haben wir die 50. Frage beantwortet. Und Bramen gewinnt mit 111 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter kommt Jay mit 98. Oh, falscher Knopf, ich wollte sagen, da kommt Jay mit 98, Peter mit 88, Sepp mit 75 und Christian mit 65 Punkten. Ja, das waren random Fragen, 50 Stück. Die waren wirklich vorbereitet. Die random Fragen, muss ich sagen. Auch wenn die Antworten oft falsch waren in Relation zu dem, was nachher gesucht wurde. Aber, hey. Ja, aber das lag ja auch nur an euch. Ja, vielen Dank fürs Vorbereiten, vielen Dank für euch. Dankeschön. Fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.